Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Faith und unserem Marley, die gerade in ihren Flitterwochen sind. Wir befinden uns natürlich in Salvadorada. Wir sind zwar nur bis morgen hier, aber es ist trotzdem eine schöne Auszeit für die beiden. Ich kaufe mal kurz eine Blume, weil ich würde gerne beiden, dass sie sich gegenseitig Blumen schenken, damit das hier oben zählt. Eine Rosi. Oh, Marley hat auch nochmal ein Paket bekommen mit ein paar Sachen. Und eine Tulpi. Warum ist ein Töpfchen in seinem Inventar? Was habe ich verpasst? Süß. Oh. Ihr könnt ja nochmal ein bisschen Romantik miteinander sein. Weil es ist halt Liebestag. Und ja, die werden halt morgen aufbrechen einfach. So, und zum Abschluss könnt ihr ja dann hier oben nochmal ein bisschen, ne? Wie man das halt so macht. Dafür sind die Flitterwochen da. Ich finde die beiden ja so süß, ne? Sie ist sehr wütend. Naja, ich hoffe, ihr habt trotzdem eine schöne Zeit. So, jetzt wird geschlafen. Midlife-Crisis jetzt? Ernsthaft? Wunsch nach Kreativität. Okay, dann esst ihr beiden jetzt am besten vorher noch was. Memes rausfeuern. So eine Mut, ey. Ich generiere mal. Wir gucken mal, ob wir das jetzt heute machen können oder nicht. Ich will mich halt schon ein bisschen fokussieren. Gehe auf den Nachtmatten Tomarang. Ja. Also ich möchte mich jetzt erstmal nach, auf Salvadorada konzentrieren. Und wenn wir zurück sind, können wir gerne nochmal den Nachtmarkt besuchen. So, dann esst mal. Dann gehen wir noch kurz auf den Markt und kaufen noch Sachen. Und dann reisen wir. Guck mal, hier sind noch mehr Macheten. Das ist richtig gut. Er geht mit seinem Essen einfach shoppen. Mut. Faith mag anscheinend Klavier spielen. Ja, ne? Da kein anderer Stand auf hat. Wir brechen einfach auf. In der Hoffnung, dass wir mit unseren Sachen auskommen. Das ist jetzt nicht unbedingt das Outfit, was ich tragen würde, by the way. Wie wäre es mit dem hier? Das passt doch viel besser. Wer ist er? Panya Lee. Na, dann auf geht's. Ab geht's. Wäre voll süß, wenn man da helfen könnte. Hier, guck mal, du kannst das doch nebenbei ausgraben, wenn du so nett wärst. Arbeitsteilung und so. Tief im Dschungel versteckt befindet sich ein altes Podest. Darauf steht ein glänzender Schatz, der offensichtlich als Gabe dargebracht wurde. Eigentlich braucht Faith nur zuzugreifen. Wir haben ja noch Macheten, deswegen drücken wir das mit der Machete weg. Das Gebiet um das Podest sieht irgendwie unheimlich aus. Daher entscheidet sich Faith, lieber Abstand zu halten. Sie verschiebt den Schatz mit der Machete und bemerkt, dass er auf einer Art Druckplatte festsitzt. Sie drückt fest mit der Machete gegen den Schatz und hält ihn bald darauf in den Händen. Warum brennt es hier? Entschuldigung? Könnt ihr mal kurz hier zusammen hingehen? Ich möchte, dass ihr euch hier ein bisschen lieb habt. Ach, er ist immer noch am Ausgraben. Ah, nein, nicht nach Hause. Okay, jetzt ist er am Start. In die Wolken schauen. Nein, ich will, dass ihr euch jetzt hier lieb habt. Einmal knutschen, wenigstens. Okay, er geht halt über die Brücke. Ich dachte, ihr bleibt auf der Brücke. Machen wir vielleicht nochmal ein Foto zusammen? Fände ich sehr süß. Okay, knutscht euch nochmal richtig ab. Kein Problem. Macht ihr denn auch mal das Foto oder wie sieht's aus? Ja, danke. Süß. Das ist genau das, was ich hier wollte. Das ist so ein richtiges Touristenfoto irgendwie. Ich lieb's ja. Toll. So, da ist was zum Ausgraben. Und hier hinten geht's weiter. Dann kannst du dich ja diesmal drum kümmern. Ist ja dann fair. Zu zweit spart man auf jeden Fall ein bisschen Zeit letztendlich, weil der eine kann sich ums Ausgraben kümmern, der andere macht halt den Weg frei. Oh nein, Faith. Aber sie hat jetzt nichts von diesen Spinnen bekommen, ne? Na, hoffentlich, ey. Marley zieht ein paar Ranken beiseite und entdeckt eine seltsame Lichtung im Dschungel, auf der sich ein Podest mit einem Relikt befindet, das von Totems umgeben ist. Die Gesichter der Totems verharren in einem wütenden Knurren und Marley fürchtet sich. Soll er umkehren oder sich die Totems näher ansehen? Ich weiß gerade nicht, wie hoch seine Geschicklichkeitsfähigkeit ist. Wir haben anscheinend keinen Löschschaum. Aber ich würde dann das Totem einfach mal überprüfen. Marley sieht sich die Totems ganz genau an und entwirft einen sehr komplizierten Plan, wie er sich das Relikt mit Hilfe von normalen Haushaltsgegenständen schnappen kann. Leider ist er dabei ziemlich unvorsichtig und löst versehentlich einen Giftpfeil aus. Na super. Er wird jetzt auch nochmal von Spinnen angegriffen. Ach, er hat wenigstens dieses Spray. Oh mein Gott. Ja, tut mir leid. Ein bisschen Gift schadet nicht. Alles gut. So, hier gibt's was zum Ausgraben. Ich weiß nicht, welchen Weg wir letztes Mal gegangen sind. Ich glaube, der hier war zu, oder? Deswegen versuchen wir einfach mal den Weg dieses Mal. Ich bin sehr gespannt, ob wir es überhaupt zu einem Tempel schaffen. Weil wir haben jetzt ja nicht so viel Zeit wie letztes Mal. Okay, Marley hat seine Sachen ausgegraben. Super, dann komm doch einfach schon mal hier hin. Auf einer Tour durch den Urwald beobachtet Faith die Vögel durch das Blätterdach, als sie beinahe über ein merkwürdiges Ei stolpert. Ein Raubvogel hat sich in der Nähe niedergelassen und scheint das Ei hungrig zu beäugen. Was soll sie tun?
Also, Faith hat ja schon eine relativ hohe Archäologiefähigkeit. Deswegen glaube ich, dass das Ei bewachen gut funktionieren wird, oder? Faith vermutet, dass es sich um das Ei der legendären Kreatur aus den Volksmärchen handeln könnte. Die Wissenschaftlerin in ihr beschließt, dass es am besten sei, zu warten, bis die Kreatur herausgeschlüpft ist. Nach einiger Zeit ertönt ein lautes Krachen und am Himmel leuchtet ein greller Blitz auf. Die Kreatur ist geboren. Faith trägt das weiche, niedliche Wesen in eine sichere Höhle, wo es ihr seinen Dank erweist. Gunst der persönlichen Sonne. Mein eigener persönlicher Sonnenball erhellt mir den Tag. Ach, süß. So, hier ist eine Truhe. Da ist was zum Graben. Hier waren wir noch nicht, oder? Hier ist ein Pipi-Busch auch. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Das ist natürlich schade. Marley hat währenddessen die Midlife-Crisis überstanden. Das freut mich sehr. Dann mach mal den Weg frei. Und du kannst dich ja um den Weg kümmern, vielleicht. Okay, Faiths Machete ist weg. Hat sie noch eine? Oh, wir haben diesen 10.000 Simoleon-Frosch bekommen. Faye schlägt sich einen Weg durch den dichten Urwald, als sie einer verzweifelten Archäologin begegnet, die ihren Rucksack im Treibsand verloren hat. Soll Faith ihr helfen? Wir haben nicht so eine hohe Angelfähigkeit, leider, ne? Deswegen, wir verbrauchen mal die Blume. Faith hat einen Geistesblitz und zieht eine große Blume aus ihrer Tasche. Sie schiebt den Blumenstängel unter die Trageriemen des Rucksacks und zieht mit aller Kraft. Der Rucksack und die Blume fliegen durch die Luft. Die Blume landet im Matsch, aber der Rucksack landet unbeschadet direkt neben Faith. Die Archäologin ist Faith und endlich dankbar und gibt ihr ein cooles Artefakt zum Tempel. Ja. Dann sind wir wahrscheinlich hier richtig. Wir haben tatsächlich sogar noch eine Machete, also alles gut. Ist das jetzt derselbe Tempel wie letztes Mal? Ist auch eigentlich egal, oder? Hallo. So, zusammen hier hinschwimmen. Noch 4 Stunden. Oh, da müssen wir uns aber beeilen. Untersuchen. Und du untersuchst das hier. Dieses Gift ist so. Das Tor lässt sich mit keinem dieser Auslöser öffnen. Naja, das ist ja schon mal gut zu wissen, ne? Also entweder Blätterglyphe oder Sonnenglyphe. Komm, die Sonne, die bringt uns heute Glück. Die Sonne bringt uns heute kein Glück. Dann vielleicht die Blätter. Fast erwischt. So, untersuch das mal. Und Marley kann, wenn er fertig ist, das nächste ausgraben. Ich sag mal so, das wird sehr knapp. Wir werden nicht alles schaffen. Aber egal, ist trotzdem ein cooles Abenteuer für die beiden. Schon auch süß, ne? Dass sie sich die Arbeit so teilen. Den beiden geht's auch gar nicht so schlecht. Also ist das doch okay. Marlin? Okay, sie hat Zeit mit Martha verbracht. Schön. Oh, sie hat sogar herausgefunden, welcher der richtige ist. Diesmal ist es sogar die Sonne. Juhu! Wir nehmen mal diesen Knochenstaub mit. Ich glaube, damit konnte man auch Gegengift herstellen oder so. Vadim ist zu Kind gealtert. Wowie, jetzt schon. Nein, der Urlaub ist vorbei. Schade. Aber ich finde, dafür sind wir trotzdem weit gekommen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mit den Kindern auf den Nachtmarkt. Hallo. Hier gibt es, glaube ich, Essen, ne? Irgendwo konnte man auch Murmeln oder so kaufen. Das wäre voll süß. Ha, Waren kaufen. Das müsste es sein. Dann gibt es auf jeden Fall diese Quasten, glaube ich. Aha, eine Murmel. Können wir auch gleich ein Murmelglas kaufen. Sie nimmt Belladonna Buchtmurmel. Und er kriegt dann diesen Sulani-Wirbel. Weil dann können die auch zusammen spielen. Voll süß. Und sie guckt sich erstmal die Sterne an, während es regnet. Murmelglas und Sulani-Wirbel. So, okay, wir gehen nach Hause. Ich weiß nicht, wie wir jetzt ins Gegengift kommen. Gegengift kaufen. Ew, die Couch. Sind zwar 1000 Simoleons, aber immerhin. Ja, irgendwie mögen alle bei mir Fitness. Meinetwegen. Ja, wo ist das Gegengift denn? Es hat gesagt, es ist in meinem Inventar, aber ich sehe es nicht. Ah, hier. Echsen. Los. Mein Gott, ey. Ich möchte jetzt nicht, dass hier irgendwer daran stirbt. So, und danach müsst ihr schlafen. Ihr seid richtig fertig. Aber ihr habt auch den ganzen Tag geackert, also. Ist schon okay. Ihr habt ein schönes Abenteuer zusammen erlebt. Ich bin maximal genervt von diesen Pflanzen hier übrigens. So. Ein bisschen besser. Cosmo wird jetzt Sims nicht mehr wecken. Immerhin. So, du kriegst einen Wellness-Happen. Und dann wird hier ein Kuchen gemacht. Ein Zombie-Kuchen. So, diese ganzen Sachen kannst du mal deiner Frau geben. Das ist doch cool. I like it. Fusionieren? Aha. Spannend. Wow. Was ist das denn? Alter. Dann müssen wir die Geige verkaufen und kriegen dann eine neue. Also, wir kaufen uns eine neue. Wir haben 2 Quietsche-Entchen bekommen. In der Post. Man kennt es. Du möchtest jetzt mit dem Grillkäse. Okay, klar, kein Problem. Okay, er stellt den Grillkäse doch noch ab. Happy Birthday to you. Marmelade im Schuh. Moment, ich habe heute noch nicht gedreht. 94 übrigens. Schleife einen Kristall. Dann können wir das wenigstens direkt mit ihm machen. Das wäre doch voll süß. Warum musst du jetzt nach draußen gehen dafür, frage ich mich. Klar, kein Problem. Erstmal in die Pflanzen reinsteigen. Okay, also, er ist übrigens als letztes ordentlich. Und wir machen jetzt nochmal kurz das Bestreben. 49. Herrlich reich. Fühle ich ein bisschen. Kein Problem. Hey, Süßi. Create the Sim. Die Augenbrauen fühle ich nicht so. Er hat sehr kleine Augen irgendwie, oder? Aber es ist nicht schlimm. Also, es sieht jetzt nicht schlecht aus. Leider.
habe ich ja noch nicht das Update, wenn ich das hier aufnehme, wo man die Sachen dann kopieren kann auf alle Sachen. Aber kein Problem, mache ich es manuell. Weil ich würde gern beide von diesen Skin-Details drauf haben und ansonsten habe ich keine kleinen Lashes. Und ich finde, das gibt ihm einfach ein bisschen mehr Dimension. Weil ich finde, irgendwie sieht er jetzt nicht unbedingt schlecht aus, aber ich finde, dass er einfach sehr kleine Augen hat und das kommt halt so ein bisschen besser zur Geltung irgendwie, wenn ihr versteht, was ich meine. Anscheinend machen wir heute keinen Zeitraffer. Kein Problem, oder? Ich weiß gerade nicht, was er unbedingt tragen würde, though. Aber er hat ein sehr schönes Gesicht. Ich finde, die Haare stehen ihm sehr gut, actually. Dann machen wir das doch. Ich gebe ihm mal bei Vorliebe Geige, weil er da ja auch viel Spaß mit hatte. Also er mag halt blau und er mag Videospiele und so und er ist kreativ. Dann mal gucken, was wir daraus so machen können. Also vielleicht was Blaues mit so vielen Mustern oder so. Also so in die Richtung finde ich schon richtig cool. Das werde ich auf jeden Fall in einem Outfit benutzen. Er wird ja auch mehrere Outfits bekommen. Solche Schuhe finde ich ja richtig geil. Also das sehe ich zu 1000%, dass er sich so denkt, ja, das ist viel zu langweilig. Ich male die jetzt einfach an oder so. Und weil er ja so ein kreativer Boy ist, kann ich mir gut vorstellen, dass er sich auch seine Nägel lackieren würde. Wie wäre es mit so einem schlichten Dunkelblau? Nee, voll süß sieht er aus. Raphael ist einfach ein Cutie. Kann man nichts gegen sagen. Das fühle ich auch voll. Er kann ja bei den Schuhen bleiben. Nee, voll cool. Vielleicht trägt er bei dem Outfit auch noch eine Kette. Die sitzen leider alle nicht so gut bei ihm. Ach Mann, sieht bestimmt daran, dass er ein bisschen fülliger ist. Das ist immer voll doof. Das hier ging aber, das ist nicht sein Vibe. Er wäre keiner, der jetzt so flexen würde. Das schreit ja nach ihm. Das Jackett. Ich nicht unbedingt mit dem Schal, aber das Jackett an sich, es ist halt blau und halt auch so artistik, sag ich mal. Es ist großartig. Wieso passt die Hose da nicht zu? Ah, okay. Doch passt sie. Das ist ja so geil. Süß. So Ringe mit Schmetterling habe ich. Ja. Wenn es einer tragen kann, dann er. Ach, das ist so cool. Das ist schon wieder so was ganz anderes, was ich so normalerweise nie machen würde. Und ich liebe es ja so. Es passt halt so gut zu ihm. Oh mein Gott, ich liebe es so sehr. Oh, ich liebe es wirklich. Ich kann nicht aufhören, das zu sagen. Er ist so ein großartiger Sim. Ganz viel Liebe geht raus. So, jetzt kommt hier noch ein Armband irgendwie. Ach, das ist so cool. Ich kann mir auch vorstellen, dass er dann so einen lustigen Hut tragen würde. Den meine ich. Ja! Ich glaube, er macht sich nicht so viel draus, was andere über ihn sagen. Muss er auch nicht. Denn er ist absolut perfekt, so wie er ist. Also, wenn etwas artsy ist, dann ja wohl das. Oh mein Gott, ich liebe es so sehr. Wirklich. Ich werde nie wieder die Gelegenheit haben, diesen Hut bzw. diese Mütze zu nutzen. Ich liebe es so sehr. Ey, wie kann man so cool sein? Ja! Einzigartig. Oh mein Gott, du bist so toll. Raphael Fan-Account, Leute. Ich hoffe, ihr seid auch Fan-Account von ihm. Wir werden erst im nächsten Part das Zimmer von ihm umstylen. Denn das ist natürlich auf Kinder ausgelegt und jetzt ist er ein Teenager. Ich bin auch so gespannt, ob wir mit ihm weiterspielen oder mit Raya. Oder mit beiden. Weil das wird so cool. Aus ihm wird auf jeden Fall ein cooler junger Mann. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und genauso hoffe ich auch, dass euch der Part gefallen hat. Denn an der Stelle war es das nämlich schon wieder. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Story-Vorschläge oder irgendwas in diese Richtung habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!